Ja, hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Destiny. Ich stehe hier immer noch gleiche Aufnahmesession wie letzte Folge. Und ja, ich spreche den hier mal ganz kurz an. Bereite dich auf einen neuen Kampf vor, Hüter. Okay. Gut. Okay. Wir stehen hinter dir. Okay, ich kriege jetzt noch eine Waffe, glaube ich. Die hier ist besser. Jo, und... Ach, hinter mir. Die Spielbegegnungen sind immer wieder witzig. Ich habe mir gerade die Folge angeschaut. Ich habe meinen Mix ein kleines bisschen lauter gemacht. Und warum ist's? Ich habe... Hat sich gerade so angehört als... Okay. Einsatztrupp beigetreten. Nice. Ich habe jetzt schon zwei Leute im Einsatztrupp. Aber bringt mir nichts. Ist schwer zu sagen. Ich mag am Anfang was mit. Ich würde sagen, denn. Ist das schwer genug für dich, Titan? Ja, ist es. Ja, Wir sehen uns. Was? Neue Waffe aus? Also. 26, 20, gut, die ist besser. Ja, nice. Und ich würde mal sagen. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Wir müssen jetzt nämlich in der nächsten Mission den Warp-Antrieb holen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Aber das wollte ich euch einfach mal ganz kurz mitteilen. Und ja, letzte Folge habe ich angeschaut, wie ich schon gesagt. Und ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, ein bisschen leise gewesen. Wenn es zu leise war, es tut mir leid. Ich habe jetzt lauter gemacht. Also alles insgesamt ein bisschen lauter. Ja, ich brauche ein Schiff. Gut. Für einen Morgen. Yay, ich freue mich. Jetzt kriege ich nämlich das hier. Was? Sprungschiff? Hallo? Hallo? Sprungschiff? Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Hallo? Haha. Hä? Erklärung? Ja. Ich dachte, ich krieg jetzt den höheren Jump da. Schade. Zurück zum Orbit. Ich drücke und drücke. Drücke hm und drücke hm. Wie Gronkh und Sarazheimer mal sagen. Keine Ahnung, wieso. Nein, ich habe mein Handy stumm, verdammt. Ja, also ich, die Dunkelheit lauert, das ist neu, kann man sich anscheinend dazu kaufen, genau, Altrussland, Erde. Und Start, genau. Ist denn so wichtig, Leute, dass sie mich so zutextet? So. Ja. Ich habe mir so ein kleines Thema. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Ja, das schaffen wir. Ja, ich wollte jetzt dazwischen reden, Entschuldigung. Ich habe mir so ein Thema ausgedacht und nämlich, das ist The Forest für PS4. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Für PS4, was anscheinend bald rauskommt, wie ich mitbekommen habe, das werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich nicht sogar vorher... neuen PC bekomme, dann kann ich das schon vorher let's playen. Ich würde es viel lieber auf dem PC spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ich spiele es auch auf der Blazy. Guten Tag. Ja, und ich werde dann
bald mal das Let's Play bringen, aber ich frage mich, ob ich mir das gleich am Anfang kaufen soll, wenn es rauskommt, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist Destiny, nicht Destiny, was laber ich, ist The Forest, ein sehr, sehr verbuggtes Game. Und ja, das müsst ihr mir jetzt sagen, ob ich das machen soll, aber holen werde ich es mir zwar auf jeden Fall, aber ob ich es Let's Playen soll, so unfertig, müsst ihr mir sagen. Ich fände es cool, aber... Und wenn keine Kommentare kommen, dann werde ich es einfach tun. Pff. Ja. So wie ich einfach Destiny Let's Play habe. Ja. Jetzt mal Geist einsetzen. Und nachladen. Die Bordelektronik ist komplett hinüber. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Ich verstehe auf jeden Fall alles. Sie konnten nicht einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunneln. Sollen wir uns ansehen. Hä, hat der das gerade? Hat der gerade so? Hä? Jodo. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Hallo? Guten Tag. Ich bin euer The Gamer Benny. Und ich werde euch jetzt schlachten. Aua. Du wahrscheinlich eher mich. Nein. 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 Der kommt hier rum. Nein, ich laufe voll rein. Scheiße. Hui, der hat voll auf die Mütze bekommen. Yay, neue Schuhe. Hi. Dankeschön. Schuhe, die nutze ich doch gleich mal. So, zack, zack. Nein. Wie immer. So, juhu. Ne, muss hier lang? Okay. So, jetzt steht hier gleich wieder Einstieg eingeschränkt, glaube ich. Hallo. Guten Abend, gute Nacht. Eine Karte des gesamten Gebiets. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Die meisten jedenfalls. Ah, gehen nur 22 rein. Okay. Ich weiß. Da. Alter, der Schattengrad hat mich voll erschrocken. Ich hab mich voll erschrocken, würde ich sagen, eigentlich. Hat mich voll erschrocken. Das ist überhaupt richtiges Deutsch. Hier wieder euer Deutschlehrer, der Gamer Benny, oh mein Gott. Erstmal. Plünderer-Vandale, genau, der raubt dir Sachen aus, wenn du stirbst. Wahrscheinlich. So kann ich mir vorstellen. Stirbst du dann bitte mal? Nein, dann. Dann halt du. Ich brauche eine Sniper. Auf jeden Fall. Hi. Ihr könnt mir übrigens auch in die Kommentare hauen, also wenn ihr das wollt, aber nur wenn ihr das wollt. Dass ich auch mal mit meinem Elva-Account spiele. Das werde ich dann auf jeden Fall gerne tun. Weil es auch echt Spaß macht. Mal den hier ein bisschen auf die Mütze zu hauen. Ich werde dann natürlich beim jetzigen, bei der jetzigen Aua-Mission weitermachen. Aber natürlich dann mit meinem Level Elva. Was mir dann leichter fallen würde. Und ihr seht auch ein bisschen mehr Action mit besseren Waffen. Also das könnt ihr entscheiden, natürlich. Da habe ich natürlich schon alles freigeschaltet. Also ihr könnt frei entscheiden, okay, schreibt einfach in die Kommis. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Ja, mir eine Wurst. Die hole ich mir. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich wieder hier. Genau. Da sind wir vorher rausgeflogen und wieder Einstieg eingeschränkt. Wie gesagt.
brauche eine Granate, hallo. Da wäre jetzt die Granate richtig nice gewesen. Was? Alter, was geht hier ab? Ja, gleich ist es soweit. Aua. Alter. Hilfe. Müsst ihr mir denn alle schreiben auf WhatsApp? Huch, schreibt er. Ja, ich sehe es. Ist gleich tot. Mams. Der mit seiner Shotgun. Verpiss dich mal da unten. Au. Au. Sind das so Verfolgungs-Shotgun-Teile da? Aua. Zu zweit ist es natürlich alles viel einfacher. Aber ich habe halt keine zwei Leute. Oder niemanden anders, der Destiny spielt. Deswegen muss ich leider alleine machen. Aber wie ihr seht, es geht auch. Ich will eigentlich gar nicht so rumsprayen, aber du musst anscheinend. Habe ich nur mal so im Kopf, aber. Stirb doch mal. Kommen die schon wieder? Nein! Ja, natürlich, komm um die Ecke, ist klar. Könnte ich nicht gegenseitig umbringen, wäre nett. Wie die Kannibalen bei The Forest. Hallo! Stirb! Endlich! Stirb. Das Schöne ist, wenn du, glaube ich, den Oberboss tötest, sind die anderen nicht mehr da. Haha. Nicht gut. Nein. Aua. Unfair. Unfaire Stellung, die ihr da gerade einnimmt. Bist du dann mal tot? Endlich. Mann. Nicht so wie gestern in AB. Sie dann auf einmal weg sind. Bleibst du jetzt mal stehen? Danke. Hallo? Wo ist der? Ja. Level 3 und ich nehme hier jetzt gleich mal. Du hast gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Nicht. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Ja, endlich. Schau. Jetzt. Oder schaut. Jetzt geht das Ganze so und dann kann man so hoch fliegen. Das habe ich vermisst. Ja. Als Zauberer kannst du viel weiter fliegen, aber der Titan ist halt viel, viel stärker. Mit dem Titan ist alles ein bisschen einfacher. Schweben, Stürme und dann, was war das nächste? Prämien? Naja. Nicht so berauschend. Ah, wir haben noch 13 Minuten. Ich würde sagen, ich mache einfach nochmal eine Mission. Obwohl die nächste länger dauert. Schwierig. Schwierig, schwierig. Alle Missionen unter einen Hut zu bringen. Ich möchte nicht, dass es 40 Minuten Folgen werden. Ich möchte aber auch nicht, dass es 15 Minuten Folgen werden. Obwohl 15 Minuten eigentlich eher normal wäre als 40. Naja. Mal schauen, was ich mache. Ich halte mal die Klappe. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister,
um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Was richtig, richtig nice wäre, muss ich schon sagen, wenn die Dunkelheit, also wenn wenige Spieler spielen, dass die Dunkelheit dann langsam wieder einwandert und irgendwann alles einnimmt, zum Beispiel einen Turm auch, und man sich dann den Turm und alles wieder freikämpfen muss. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil das wird dann das Spiel kaputt machen und es wird keiner mehr spielen. Ja, ja, ich weiß nicht. Auf der Erde haben wir so übelst... Das kann ich nicht spielen. Ich mache jetzt einfach mal hier einen kleinen Folgencut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es ist eine etwas kürzere Folge, aber das wird hier öfters passieren, da ich mich auf die Missionen festlegen muss und nicht nach der Zeit. Ist leider hier so. Aber ja, was willst du machen? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch einen Daumen da und schreibt mir einfach mal in die Kommis, wie ich es machen soll und ob ich mal mit meinem Level 11 zocken soll und da mal so ein Special bringen soll. Und ja, wir sehen uns. Ciao.